Ursprünglich auf Spanisch um 2020, genaues Datum unbekannt. Dial. Was wissen wir über die Nazca-Linien? Torcale. Torcale, alles, was es in Nazca gibt, sind Anflugvektoren und Routen für Schiffe zwischen Sternbildern und Zielen, alles wie eine große Sternenkarte auf dem Boden. Robert, wow, die Plejaden, Torcale? Nein, dieses Symbol stammt aus dem Sternbild Aquila. Sie stammen aus der Zeit von Atlantis und Lemuria. Sie stammen aus der Zeit vor den Inkas. Der Schnabel ist ein Annäherungsvektor wie alle langen Linien, die einige Bilder mit anderen verbinden. 11 Federn, 11 Sterne, die in dieser Anordnung stehen. Es ist kein Kolibri, wie man sagt, sondern eine Taube. Und es ist das Sternbild Columbia. Geil. Eine Taube? Wow. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Torkale. Zähle die Finger, 15 Finger, 15 Sterne, ein Sternbild. Die Spirale im Schweif zeigt ein Portal an, und die Basis des Schweifs zeigt den Anflugsvektor des Portals an. NGC 2174, auch als Affenkopfnebel bekannt, ist ein H2-Regionalnebel im Sternbild Orion. Jedes Bild entspricht also einem Sternbild oder einer Gruppe von Sternen, die den Sternbildern, wie wir sie heute auf der Erde kennen, entsprechen könnten, aber nicht müssen. Geil. Ja, die Namen haben sich im Laufe der Zeit geändert und einige sind sogar verloren gegangen. Torkale. Die Linien sind Maße von Entfernungen, Zeiten und Vektoren. Sie enthalten integrierte Geometrie mit Anweisungen für frequenzbasiertes Reisen, eine Schöpfung primitiver Menschen, um ihre Götter zu verehren? Nein, vielmehr stammt sie von denen, die sie Götter nannten. Ein großer Flughafen. Es gibt noch mehr davon im unteren Ägypten, westlich von Gizeh, aber sie liegen unter Tonnen von Sand. Geil. Die Spitze des Berges ist weg und die Menschen spekulieren, wo der Boden hingekommen ist. Torkale. Es dauert tausende von Jahren, bis der lockere Boden allmählich verschwindet. Der Boden ist locker, wenn er ausgegraben wurde. Es ist zwar möglich, dass er weggenommen wurde, aber es ist wahrscheinlicher, dass die Erosion der Jahrtausende ihn weggefegt hat. Wenn er dort liegt, wo er Angriffsfläche bietet, nicht so die Figuren. Es dauerte tausende von Jahren, um den lockeren Boden zu verwischen und auszudünnen, während der feste Boden, auf dem die Figuren stehen, dem Lauf der Zeit widerstanden hat. Gosia, faszinierend. Aber haben Menschen von anderen Planeten dies getan, um den Menschen auf der Erde etwas zu zeigen, oder für andere Völker, Torkale? Das sind keine Lande- oder Startbahnen. Das ist menschliches Denken. Es sind mathematische Regeln wie Rechenschieber, die mit der gleichen Geometrie und den Winkeln zwischen den Linien und den Längen der einzelnen Linien verflochten sind. Sie haben es für sich selbst gemacht, als Teil des Weltraumbahnhofs, für die zeitliche und örtliche Lokalisierung der ein- und auslaufenden Schiffe. Ich weiß, dass sie wie Spuren aussehen, aber praktisch kein fortschrittliches Schiff braucht sie. Eine Landebahn dient dazu, die Fluggeschwindigkeit beizuhalten, um den Auftrieb zu gewährleisten. Das ist bei einem Raumschiff nutzlos und unwichtig. Gosia, welche Rassen haben das gebaut? Torkale? Mehrere Rassen. Du musst bedenken, dass es in der Geschichte der Erde mehrere Hochkulturen gab, nicht nur Atlantis und Lemuria. Geil. Du meinst, sie haben es beseitigt oder war es Erosion? Torkale? Beides. Da es sich um lockeren Boden handelt, vermischt er sich im Laufe der Jahre mit dem Oberflächenboden. Wie bei jedem Flughafen wurden große Mengen an andere Orte abtransportiert. Gosia, und was hat dieses Gebiet oder was hatte es, dass sich all diese Zeichnungen dort konzentriert haben? Torkale? Weil es eine Wüste ist und sich vor allem die Oberfläche als Tafel für die Darstellung von Sternenkarten eignete. Geil. Verzeih mir, Bruder. Aber dann würden die Linien selbst auch erodieren, nicht wahr? Und das tun sie zu einem gewissen Grad. Torkale? Nein, Bruder, denn die Linien selbst stehen auf festem Grund.
sie sind nicht lose. Außerdem wurden sie, wie ich bereits sagte, mit technischer Hilfe an einen anderen Ort gebracht. Was als loser Boden zurückbleibt, ist viel anfälliger für Erosion als das, was fest im Boden verankert ist. Die Linien wurden durch das Graben zwischen einer Oberflächenschicht einer bestimmten Farbe und Dichte und einer anderen Schicht darunter erzeugt, wodurch ein Bild entsteht. Robert, und unter diesen Linien gibt es vielleicht große Tunnel, die größer sind als die U-Bahnen einer alten Zivilisation? Und noch etwas, du meinst also, dass ihre ursprüngliche Form anders war, Torkale? Nein, sie ist größtenteils in ihrer ursprünglichen Form erhalten, auch wenn vieles im Laufe der Zeit ausradiert wurde, das kann ich nicht wissen. Aber unter der Stelle, an der sich die Hafenanlagen befanden, gibt es unterirdische Anlagen und eine ganze Stadt mit mehreren Ebenen unter Nazca, so wie es auch unter Gizeh der Fall ist. Gosia, und warum brauchten sie Karten auf dem Boden? Erscheint das nicht ein bisschen primitiv? Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass eine interstellare Rasse, die durch den Weltraum reist, Karten in Form von Vögeln und Federn auf Planetenoberflächen zeichnet, anstatt ihre bordeigene holographische Technologie zu benutzen. Oder hatten sie die noch nicht, Torkale? Es ist eine Mitteilung an ankommende Schiffe von Zivilisationen, die zum ersten Mal kontaktiert werden. Es ist auch eine Art Höflichkeit an See, dorthin zu fliegen und alles zu verstehen. Es ist wie ein Wegweiser auf einem menschlichen Flughafen, damit sich die Besucher nicht verirren. Gosia, diesen Teil verstehe ich nicht. Tut mir leid, erstmals ankommende Schiffe werden kontaktiert, Torkale? Ja, weil es eine große interstellare Basis mit viel Verkehr war. Robert, ist sie noch in Betrieb, oder nicht mehr, Torkale? Sie kann noch genutzt werden, ja, aber wie ich oben schon sagte, ist viel verloren gegangen. Gosia, okay, Kale, lass uns das analysieren. Zum Beispiel das da oben. Was bedeutet es genau, damit ich die Idee dahinter verstehe, Torkale? Die Position von Portalen und Wurmlöchern für den Transit von Schiffen. Gosia, okay, und wer zeichnete diese Linien? Das Schiff, das vorher kam und sie für die Schiffe hinterlässt, die nachher kommen, Torkale? Nicht wirklich. Gosia, wer dann für wen, Torkale? Die Zivilisationen, die den Stützpunkt innehaben und verwalten, hinterlassen es als Gefälligkeit so, dass man ihn aus der Luft auch optisch leicht finden kann. Von den Besitzern der Basis, für die Besucher, die Basis ist der Raumhafen, die Einrichtungen, in denen die Schiffe ankommen werden. Außerdem sind diese großen, flachen, sehr breiten Linien als Parkflächen für Schiffe, keine Landebahnen. Orte, an denen die Schiffe landen können für viele, viele geparkten Schiffe. In vielen Fällen legen die Linien dort an Flugvektoren fest, wo die Schiffe je nach Tonnage geparkt werden sollen. Geil. Waren die Basen unterirdisch, und wo sind sie jetzt? Torkale. Ja, es gibt immer noch Basen dort unten, begraben und vergessen, so wie es auch in Gizeh der Fall ist. Dort gibt es große außerirdische Städte. Gosia, und diese Zeichnung mit den neuen Fingern, die Sternbilder anzeigen, was bedeuten sie genauer? Warum zeigen sie auf die Sternbilder? Das deutet nicht mehr auf eine Basis hin, Torkale. Es zeigt keine Basis an, sondern eine Sternenkarte, auf der jedes Sternbild in Bezug zu dem Ort steht, an dem du dich gerade befindest, wenn du auf die Karte schaust. Ein weiterer Faktor ist, dass die Sternbilder vor 15 bis 20.000 Jahren so aussahen, nicht so, wie sie heute sind. Gosia, und warum wird das angegeben, Torkale? Damit jeder seine Position kennt. Geil. Wenn du nicht weißt, wo du bist, wie kannst du dann herausfinden, wohin du gehst? Gosia, es gibt Sternkarten an Bord. Das ist es, was ich nicht verstehe. Es gibt eine fortschrittlichere Technologie an Bord. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass die Taigeta nach Zeichnungen auf anderen Planeten suchen, um herauszufinden, wo sie sind. Torkale? Die Nazca-Linien sind nichts anderes als dazu da, eben etwas größer. Gosia? Aber wenn du dein GPS zur Hand und dein eigenes Auto hast, brauchst du das doch nicht, oder? Und wenn andere Völker es auch haben, musst du keine Wegbeschreibung hinterlassen, auch nicht aus Höflichkeit. Ich versuche es nur zu verstehen, Torkale.
Nein, aber wenn ihr zeitspringende Raumschiffe benutzt, braucht ihr das, weil eure Computer vielleicht nicht ausreichen und ihr euch deshalb verirren könntet. Und es ist einfach eine Gefährlichkeit, keine große Notwendigkeit. Gosia, okay, jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, danke. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich mich in der Zeit verirren könnte. Okay, kannst du uns bitte mehr über diese Städte da unten erzählen, Torkale? Es sind recht große Städte, da unten, mit Plätzen wie in jeder großen Stadt. Es sind alte Domes von mehreren nichtmenschlichen Rassen, mit Straßen, Verkehr, Erholungsplätzen, Orte der Technik, alles. Gosia, aber sie sind verlassen, ja, Torkale? Im Moment sind diese verlassen, andere nicht. Ich war noch nicht dort, aber ich weiß das aus unseren Aufzeichnungen und aus dem, was wir von hier aus sehen können und was wir mit unseren Computern untersuchen können. Gosia, und warum sind Sie unterirdisch? Warum haben Sie unterirdisch gebaut, Torkale? Weil es einfacher ist, den Boden zu entfernen, den man nicht braucht, als oben fragile Gebäude zu bauen. Robert, gute Antwort, Torkale. Sie dienen nur als Sternkarten für Schiffe und die fliegen immer noch oben drüber und schauen und rechnen. Das ist unter anderem der Grund, warum es so viele Schiffe, UFOs, in dieser Gegend gibt. Ich muss los. Ich muss jetzt gleich losfliegen. Gosia, warum wirst du fliegen, Torkale? Das sage ich dir, wenn ich zurückkomme, nicht auf dem Weg nach draußen. Das sind Kampfregeln. Svaru 9. Nicht. Ich war noch nicht dort. Aber ich weiß das aus unseren Aufzeichnungen und aus dem, was wir von hier aus sehen können und was wir mit unseren Computern untersuchen können. Gosia, und warum sind Sie unterirdisch? Warum haben Sie unterirdisch gebaut, Torkale? Weil es einfacher ist, den Boden zu entfernen, den man nicht braucht, als oben fragile Gebäude zu bauen. Robert, gute Antwort. Torkale, sie dienen nur als Sternkarten für Schiffe und die fliegen immer noch oben drüber und schauen und rechnen. Das ist unter anderem der Grund, warum es so viele Schiffe, UFOs, in dieser Gegend gibt. Ich muss los. Ich muss jetzt gleich losfliegen. Gosia, warum wirst du fliegen, Torkale? Das sage ich dir, wenn ich zurückkomme, nicht auf dem Weg nach draußen. Das sind Kampfregeln. Svaru 9. Die Idee, an der Anwesenheit von ETs auf und in der Nähe der Erde zu zweifeln, ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts etwas Neues und vor allem seit dem Roswell-Absturz von 1947 versuchen die Regierungen, die Menschen an dem zweifeln zu lassen, was die Menschen in der Vergangenheit einfach als Tatsache akzeptiert haben. Außerirdische kommen und starten immer von der Erde, weil auch sie auf der Erde sind. Außerirdische sind mit Menschen vermischt. Es gibt keine klare Grenze zwischen ihnen. Heute gibt es so viel Verwirrung, dass die Menschen das Offensichtliche nicht mehr sehen. Noch viel weniger verstehen sie, dass die Menschen auf der Erde selbst Außerirdische sind. Wichtig, der Link zu den zensierten Videos auf Odyssee befindet sich in der Beschreibung, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wie zum Beispiel dieses hier.